Die Wette mit Gott. Zu den liebsten Verwechslungen der Studenten der Philosophie gehört Blaise Pascals Fragment »De la nécessité du Paris«, das fast jeder schon einmal so übersetzt hat, die Notwendigkeit von Paris. Spätestens hier geraten dann aber doch die Köpfe ins Rauchen, denn auch wenn die Champs-Élysées zweifellos eine Reise wert sind und jeder gern mal in einem Café am Montmartre die schönen Mädchen vorbeiflanieren sieht, stellt sich doch die Frage, warum ein Philosoph von Weltrang wie Pascal die französische Hauptstadt als notwendig, als Rettung aus der Not bezeichnen sollte. Tatsächlich tut er das nicht. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal beschreibt mit seinem Fragment »De la nécessité du Paris«, das wir in seinem Werk »Pensée«, Ausgabe Brunschwig, als Fragment 233 finden, die Notwendigkeit der Wette, und zwar der Wette mit Gott. Sehen wir uns an, wie er das meint. Pascal ist der Meinung, dass es dem Menschen zwar freistünde, an Gott zu glauben oder nicht, dass jedoch der Glaube an Gott nur Vorteile brächte und somit das sei, was wir modern als Win-Win-Situation bezeichnen. Wenn wir mit Gott wetten, dass er existiert, gewinnen wir, in christlicher Vorstellung, nach unserem Tod das ewige Leben. Schlägt die Wette jedoch fehl und wir verlieren, weil es Gott nicht gibt, so würde uns im Jenseits nichts fehlen. Die anderslautende Wette, dass Gott nicht existiert, hätte laut Pascal ausschließlich Nachteile in diesem und im möglichen nächsten Leben. Denn wenn wir wetten, dass Gott nicht existiert, wir jedoch im Irrtum sind und er ist, dann verlören wir unsere Seligkeit im Jenseits und im Diesseits würden wir uns der Trostmöglichkeit berauben, die im Glauben liegen kann. In Pascals eigenen Worten klingt diese Wette noch eindrucksvoller. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Der Philosoph legt hier engagiert dar, dass die Wette mit Gott nécessairement notwendig sei, da sich der menschliche Verstand ohnehin mit der Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Existenz Gottes beschäftige. Hier gäbe es keinen Ausweg, man müsse wählen. Auf der einen Seite, wenn man auf die Möglichkeit Gottes wettet, stünde das Glück, Beatitude. Auf der anderen Seite hingegen, wenn man auf die Unmöglichkeit Gottes wettet, Fehler und Elend, Misère. Dann sei es doch besser, darauf zu wetten, dass Gott existiert. Was hier so spielerisch anmutet in Gestalt einer Wette, ist das Ergebnis eines langen inneren Ringens Pascals um seinen eigenen Standpunkt, schwankend zwischen nüchterner Naturwissenschaft und religiöser Erfahrung. Ob man mit Gott wetten kann, bleibt offen, und ob der Gewinn das ist, was die christliche Religion behauptet, kann man unterschiedlich sehen. Der Historiker Hans Jonas, er lebte von 1903 bis 1993, hat Pascals Wette kritisiert, indem er anmerkte, dass die Wette um die Möglichkeit Gottes nicht einfach Glück im Diesseits und im Jenseits brächte, sondern bereits im Diesseits eine bestimmte tugendhafte Lebensführung erfordere, die im Fall des Wettverlusts, Gott existiert doch nicht, verlorene Liebesmüh sei. So ganz ohne Einsatz sei die Wette nicht. Darüber können wir heute noch philosophieren, vielleicht in einem Café am Montmartre.